Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Hardin Pike, 15. Dezember 1864. Die Tennessee-Armee hat eine Reihe von Kämpfern im westlichen Kriegsschauplatz ausgefochten, um der Anwesenheit der Union in Tennessee, Alabama und Nordwesten von Georgias ein Ende zu bereiten. Die Streitkräfte der Union wurden von den meisten Positionen vertrieben. Jedoch erlitt die Tennessee-Armee schwere Verluste und die Operationen kamen fast zum Stillstand. Nashville ist die letzte Bastion der Union in Tennessee. Sie erhielten den Befehl, mit ihrer Armee in das Gebiet vorzurücken und die Sache zu beenden. Wenn Nashville gesichert ist, können wir uns ungestört darauf konzentrieren, unseren Großangriff gegen Washington zu planen und den Krieg zu beenden. Sie werden zwei unserer besten Korps gegen die Befestigung der Union anführen. Die restliche Armee wird die Bahnstrecken an sich reißen und Nashville von Murfreesboro, Franklin und Johnsonville abschneiden. Okay, die zwei besten sind natürlich Heinrich, Meyer, General Heinrich und Robert Lee. Und ja, wir haben das vierte Korps endlich ausbauen können. Also wir haben da jetzt 15.800 Männer drin. Da war gar nichts drin, glaube ich. Ich habe die letztes Mal ein bisschen zwar vertauscht, aber da haben wir fast 30.000. Bei den beiden müssen wir fast 40. Ja, geht auch Richtung 40. Und wir haben noch 15.000 Mann in Reserve. Das ist echt Luxus. Was ich jetzt wohl nicht hatte, sind, dass mir einige Waffen ausgegangen sind. Darum habe ich erstmal die Rekrutierung gelassen. Und wir heben uns noch die letzten 15.000 für Washington auf. Und in Washington bin ich mal gespannt, wie viele Korps wir überhaupt brauchen. Vielleicht brauchen wir dann für den Großangriff auch nur drei Korps. Das heißt, ich kann die ganzen Leute wie aus dem vierten in die ersten zwei, drei reinschmeißen. Aber lieber zu viele Leute haben als zu wenig. So, starten wir mal die Schlacht. General, Nashville ist umringt von ausgezeichneten Befestigungen, wie sie sonst nur noch in Washington zu sehen sind. Wir werden den nördlichen Teil der Verteidigungslinie der Union bei Hardin Pike angreifen. Ja, nee, das gefällt mir nicht. Hier ist ja keine Deckung, nichts. Weiter. Die Erhebung wird von zwei Befestigungen bewacht. Eine im Norden und eine im Süden. Ja. Ja. Was ist da? Müssen wir auch nochmal hin, oder was? Sie werden von dieser ja auch beschützt. Ja, und haben Gräben gezogen. Ist klar, die Gräben gehen hier wahrscheinlich einmal in den Bogen. Und wir haben auch schon komplett unsere Armee. Nashville war die erste Hauptstadt der Union, die von Yankees eingenommen wurde. Jetzt ist die letzte Stadt, die noch zurückerobert werden muss, bevor wir zu unserem endgültigen Marsch nach Washington aufbrechen. Viel Erfolg. Jawohl, dann gehen wir erstmal gleich auf Pause. Pause, Pause, Pause. Wald ist unser Freund. Jetzt habe ich ja gleich am Anfang so viele Einheiten. Ich habe ja gleich beide Armeen. Weiß ja gar nicht, wie ich vorgehen soll. So, ihr Leutchen, rennt erstmal hier hin. So, Kanönchen mit Hühnchen hätte ich gerne hier in dem Wald, in dem Bogen, dahin. So, du kannst erstmal dahin laufen. Kavallerie geht zur Seite. Dann haben wir dich, 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 dich. Leute, okay, ihr rennt erstmal in den Wald. Ich will, das ist alles von Heinrich, oder? Das ist alles von General Heinrich. Das zweite Korps ist noch gar nicht da. Also mit einigen gehe ich hier oben, die gehen durch den Wald, dass wir den Hügel kriegen. Zeitgleich können wir aber diese Kanonen schon mal hier in Position bringen.
Und mit diesen Leuten hier schon mal hinrennen. Habe ich euch Aufgaben gegeben? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir haben nur einen Munitionswagen. Ziehe ich erstmal dahin. Und dann gucken wir mal, ob sich alles bewegt. Ich scheine doch alles beauftragt zu haben. Spulen wir ein bisschen vor. Wo geht ihr denn hin? Habe ich euch beauftragt mit irgendwas? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Kommt dann auch mal ja hin. Ich mag diese Stelle nicht. Die gefällt mir nicht. Lieber hier. Hier mal ein bisschen Deckung. So, da sind die ersten Einheiten. Wie weit kannst du schießen, Hansen? Nee, halt. Bleib mal lieber da, wo du bist. Die sind alle noch nicht gedeckt. Ich warte noch, bis die Kanonen ran sind. Mit Kanonenfeuer geben wir das an. Auf der anderen Seite würde ich das genauso machen. Hier seid ihr schon mal hier. Hier könnt ihr schon mal dahin rennen. Ich habe vergessen oder was? Kanönchen mit Hühnchen. Also, das wollen wir nicht. Alle mal hier hin. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und Wagen habe ich gesagt, hier hin. So, was machst du da? Dahin laufen. Nee, hier läuft noch gar nicht. So. Die Kanonen sind mir einfach zu lahm. Aber ich möchte auch nicht ohne angreifen. Ich liebe Kanonen. Kanonen sind unsere Freunde. Ah. Ich spule noch mal ein bisschen vor. Dass wir wenigstens mal einen Angriff hier langsam mal beginnen können. So. Feuer frei. Und erstmal auf Moor. Und dann machen wir abwechselnd ziehen. Infanterie, komm mal hier hin. Mal dahin. Mal dahin. Und vor. Attacke! Wie sieht's da aus? Kanonen sind noch weit entfernt. Hier warten wir noch. Vor. 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 Ah, ist natürlich alles voll. Ihr schießt auf die beiden. Ihr schießt auf Moor. Auf Moor. Und auf Cooper. Auf Cooper. Nun kommen wir gleich weiter vor. Einer schießt. Na, Butler kriegt da gerade echt einen auf die Nase. Du gehst mal dahin. Hier können wir auch gleich loslegen. Was haben wir da im Nahkampf? Gehen wir weiter vor und dann an den Beschütze. Entschuldigung, bin verkehrt gezogen. Charge ist hier. So. Ah, hier sind auch gleich die nächsten Einheiten. Komm mal ran, Kanone. Du kannst jetzt schießen, Unterstützung geben. Und wir müssen hier pausieren. Die Kanonen sind jetzt langsam alle da, würde ich sagen. Dann marschieren jetzt einfach die. Die können ja schon mal hier so hinmarschieren. Achso, die habe ich auch schon. Ja, können wir machen. Gehe ich mit. So, wir brauchen da Unterstützung. Unterstützung. Halt! Feuer! Und komm mal rein hier. Kanonen gleich hinterherziehen, glaube ich.
So, dann geht hier der Spaß los. Sind noch nicht alle da? Ah, ich glaube, die können wir schon mal ranziehen. Auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. Weiter vor. Sollen wir mal kurz pausieren? So, ihr macht euch mal quer oder mal weiter. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nämlich... Ah, passt schon. So, Kanönchenfeuer. Kanönchenfeuer. Feuer, haben wir hier Nahkampf. Passt noch die Faust auf Auge. Charge, mach den Weg frei. So. Ihr baut euch da auf. Weiter vorrücken. Weiter vorrücken. Gehen wir hier an die Seite, bis dass sie da wieder kommen. Nachziehen. So, zweites Korb ist bereit. Feuern. Alter, wir kriegen hier dicke Unterstützung. So, ja, das ist ja massig an Leute, die wir hier kriegen. Ihr rennt jetzt mal alle mal, wie ihr seid, hin. Knufte, knufte. Dann haben wir die. So. Euch schicken wir hier hin. Noch mehr Einheiten, alter Schwede. Wohin mit euch? Wohin mit euch? So, hierhin, gnadenlos. Ja, Kanönchen mit Hühnchen, Kavallerie, alles da, was man braucht. Erstmal hierhin. Ich glaube, die Kanonen sehen eh kein Gefecht mehr, aber ich ziehe sie mal nach. Und weiter geht's. Nahkampf. Gleich schräg hinstellen. Die Kanonen. So, einmal wird er hier hinstellen. Kanonen nachziehen. Da sind flankiert, das ist schon mal scheiße. Die bemannen da die Mauer wieder. So, ich schieße auf die Kanone. Jetzt müssen wir die da irgendwie rauskriegen, die Leute. Jetzt bricht uns da die Linie weg. Ist ja gut, dass wir jetzt passiv Verstärkung kriegen. So. Halt. Das ist mir ein bisschen zu flink, mein Freund. Häuptling, flinke Pfote. So, die Kanonen können auch schon mal näher ran. Das heißt, du kannst vor. Du kannst vor. Du kannst einfach mal dahin gehen. So, ein bisschen seitlich. Ich würde sagen, hier geht es einfach mal dahin. Nahkampfeinheiten haben wir ja. Oh, die werden eine Reihenweise zurückgeschickt. Charge. Wir müssen eine Lücke bauen, verdammt da. Oh, warte mal. Was ist mit der anderen Linie? Sind die noch unterwegs, ja? Könnt ihr nicht laufen? Scheiße, hab ich vergessen. Ich hab vergessen, dass ihr laufen könnt. Laufen. So. Nicht schnacken, Kopf in den Nacken. Randa. 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 So, nicht lange zögern.
Nahkampf, komm. So, ihr Süßen. Gleich daran. So. Diese verdammten Hügel. Kosten mir jetzt schon sehr viele Leben. Ah, jetzt fliege ich hier. Charge. Komm mal gleich näher ran. Und komm mal hier hin. Wir brauchen hier Leute. Ran da. Gleich weiter. Gleich weiter. Los. Weiter. Ich brauche hier Nahkämpfer. Schützen. Nahkämpfer. Müssen die irgendwie im Nahkampf brechen, diese Schweine? Anders kriegen wir das da nicht hin. So, du stehst da rum, kämpfe. Okay, der rennt schon zurück. Mal was Verrücktes. Ich gehe mit den Schützen in den Nahkampf. Ah, einfach mal hier stehen bleiben. Jetzt wieder eine Bresche kriegen. Da sieht es ganz schlimm aus. Alter Schwede. Ah, da wollte ich gerade in den Nahkampf gehen. Klappt ja wie gar nichts da. Du sollst nicht in den Nahkampf gehen, zurückfallen. Ich habe gesagt, du sollst eigentlich oder was anderes machen. So. Nahkampf. Dann geh in den Nahkampf. Du bist drin. So, halt. Weiter. Los. Ran da. Wir haben den kompletten Angriff zurückgeschlagen. Kanone, weiter. Versteckt sich Lane? Wanda. Den ganzen Tag Zeit. So, du darfst den schon mal nehmen, damit er gleich verreckt. Und weiter. Du musst weiter. Wird's hier was? Schießt sie da raus, verdammt. Hier, Nahkampf, los. Nahkampf, los. Verdammte Axt hier. Muss doch mal hier was sterben. So, da haben wir die Leute, die stehen hier doof rum. Kommt mal an die Seite hier. So. Weiter. Aber was rennt Hansen in den Nahkampf? Ich habe doch auf Schießen gedrückt normalerweise, oder? So, 400 Gefangene. Kommt mal weg da. Jetzt laufen die alle doof rum. Ist das so schwer, einfach mal in den Nahkampf zu gehen? Und die kriegen es ja auch nicht geschissen. Charge. Diese Kanonen weg. Na, es klappt nicht alles, wie ich will, irgendwie.
So, jetzt haben wir sie doch langsam da raus, oder? Charge. Du auch da. Charge. Los, hol sie dir. Das gibt's ja nicht. Wir kommen hier einfach und nicht weiter. Kommen und dann müssen wir sie dann nur hier rausschießen. Das sollte auch eigentlich machbar sein. So, Kanonen, Randa. Da auch noch mal ein paar Kanönchen. Dann sollten wir hier langsam die Deckung haben. Gutes. So, jetzt haben sie da schon wieder zurückgeschlagen. Jetzt reicht's mir. Geh da mal in den Nahkampf. So, weiter. Jetzt reicht's mir aber dicke. Boah. Boah. Was ist mir wurscht? Nach vorne, Jungs. Nach vorne. Auch hier müssen wir wieder eine Breche schlagen. So, vor. Brauchen wir euch nicht mehr. Und das, glaube ich, klappt gut, wenn wir sie so nach und nach rausschießen. Das sollte alles kein Problem sein. Das passt ja schon mal. So, hier sage ich mal halt. Nicht mehr. Ihr könnt euch ein bisschen ausruhen. Nicht mehr laufen. Den letzten Hügel brauchen wir ja nicht. So, 220. Jetzt muss aber langsam hier mal Gas geben, ne? Also, hier mal, komm mal her. Nahkämpfer ran. So. Boah, wir brauchen Nahkämpfer. Boah, wir brauchen Nahkämpfer. So, kommst du mal dahin. Jetzt gehst du einfach mal da in den Charge. Nahkampf. Nahkampf. Schützen hier, komm. So, weiter vor hier, mein Freund. Ah, schon zurückgeschlagen. Schlagen wir den Nahkämpfer zurück. Weil dass die auch immer wieder zurückgehen. Die gehen einfach nicht ran. Los, ran da an den Butterkuchen. Boah, das ist ja eine Qual. Vor allem, hier sind sie noch alle. Das gibt's doch nicht. Warum haut ihr nicht ab? Geht nach Hause. Ihr habt Feierabend. Geht doch mal. Geht mit Gott, aber geht's. So, Schützen, haut ab da. Wäre toll, wenn ich langsam mal die Leute von da wegziehen kann. Komm mal her. Geh gegen die Kanone im Nahkampf. Die nervt. So, weiter vor. Weiter vor. Ein Stückel. Tut mir ja leid, ich muss euch leider hochschicken. Oh, Kanonen weiter ran, Kanonen weiter ran. Alle Kanonen mal weiter ran da. Vielleicht klappt das ja dann mal auch. So. Die im Nahkampf, fantastisch. Kavallerie drauf da. Weg. Das heißt, ihr könnt da ein bisschen weiter vor. Weiter vor. Hier ein bisschen aus dem Wald raus.
So, dann haben wir da nämlich Reserve. Hier 2000 Mann, die können runter. Und die sind jetzt auch schon langsam drin. Endlich. Jetzt müssen wir sie da nur rauskriegen. Den letzten Hügel können sie von mir aus gern behalten, ist mir eigentlich egal. Oh, jetzt haben sie den zum Laufen gekriegt. So, Kavallerie holen wir noch von der Seite. Okay, Entschuldigung, weiter ran, weiter ran, weiter ran. So, können wir mal hier, komm mal her. So, Ferrero, komm mal hier ein bisschen seitlich, dann machen wir den da Platz. Dann kannst du Nahkämpfer weiter vor und dann geht das da gleich los. Du, komm mal dahin, da ist eine Lücke. Und ja, wir gehen mal wieder zurück mit der Kavallerie und du gehst da hin. Ich will sie nur ein bisschen langsam wegdrängen oder zum Hügel drängen, damit sie mir nicht auf den Sack gehen. So, Kanonen weiter ran. So haben wir sie. Weiter ran. Sollen sie mal laufen. Kilometergeld sollen die Blauröcke zahlen. Ja. Du mach mal halt. Halt, halt. Nicht mehr zu nah. So, jetzt haben wir sie hier auch weg. Weiter vorrücken. Ja, jetzt haben wir hier das Problem, die letzte Ecke, die kriegen wir auch noch. So, da läuft wieder was. Ich liebe es, wenn da was läuft. Kanonen weg. Ich hasse Kanonen. So, du kannst noch ein bisschen seitlich. Dann kriegen wir die langsam auch weg. Und der läuft noch. So, Munitionswagen. Munitionswagen. Heinrich, komm mal weiter. Da ist eine Kanone. Die kann man weiter vor. So, einfach mal die Leute da rausschießen. Die teuersten Hügel ever, glaube ich, hier langsam. So, was haben wir hier? Nahkampf. Blockiert. Charge. Wieder mal rüber. Halt nicht. So, Kanone weiter rein. Kanone weiter rein. Läuft wieder einer. Wir können hier mit ihmchen wieder zumachen. Nee, das ist irgendwie doof. Gehen wir dahin. Dahin. Ist schon mal dahin. Da können wir sie von der Seite ein bisschen ärgern. Dann schießen wir sie mich auf ihren letzten Hügel. Und hier sage ich mal, oh, der läuft jetzt hier quasi wie er will. Oh, ich glaube, da hat es. Ne, da läuft er. Okay, auch die haben wir jetzt rausgeschossen. Ein paar haben wir zwar noch drin, aber das wird jetzt hier. Jetzt unser Wald. Haben natürlich wieder derbe Verluste.
schätze mal wieder auf 10, 20.000. Und abgestürzt? Oh Gott sei Dank. Wir haben das letztes Mal ja gehabt, dass die Mission zwar zu Ende war, aber danach ist das Spiel abgestürzt. Das war sehr ärgerlich, denn er hat nicht zwischengespeichert. Und ich durfte die Schlacht nochmal machen. Das war echt nervig. Okay, ich bin optimistisch, sagt 10.000. Das waren doch 21. Ja, diese Hügel einzunehmen war der Hammer. 21.000 Mann. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt kriegen. ...15 haben wir noch gut. 26 kriegen wir, leicht im Plus. Naja, okay. Dann geht's ja. Wieder leicht im Plus. Wir haben 43. Na gut, wir haben ein paar Offiziere haben es wieder erwischt. Ist natürlich schade. Ja, müssen wir Geld ausgeben. Mach das mal ganz schnell. Ja, er hat es auch erwischt. Yes, sir. So. Haben wir noch ein paar Offiziere. Karriere. Ich will jetzt einfach nur mal wissen, wie viel Korps wir brauchen für die letzte Schlacht. 146.000 bis 150.000. Wir haben minus 10 Armeegröße. Minus 10 Moral und minus 15 Waffenqualität. Ich will nur gucken. Er lädt schon verdammt lange. Wow. Wir hätten sogar 5 Brigaden, die wir verwenden können. Also 5 Korps quasi. 3 sind Pflicht. Okay. Ich versuche trotzdem... ich denke mal, die beiden werden, hier wird Heinrich sein, Lee, das dritte Korb, scheiße, wir können 5 Korps gebrauchen. Das fünfte könnte man hier reinpacken. Ja, gut, das heißt, ich kann ganz viel rekrutieren. Und, 5. Korb haben wir ja rein, theoretisch. Haben wir ja. Wir haben da bloß, guck mal, so viele Leute drin. Aber hey, die 43.000, die kriegen wir jetzt sehr gut. 20.000 müssen wir hier irgendwie reinballern. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Da könnte man auch noch eine 4. Division machen und den Rest dann da rein. Und der Rest geht dann mit dem Hauptangriff vor. Also das kriegen wir schon hin, aber ich glaube, die letzte Schlacht wird sich dann halt... ja, ein paar Folgen hinziehen. So, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.